und starten die Aufnahme. Jetzt gucken wir mal, wie das jetzt mit den Bäumen hier ist. Okay, die ploppen irgendwie ein bisschen so auf. Nee, bis 4 Uhr, glaube ich, schaffe ich es nicht. Ich sag mal so, mein Koffeinkonsum, also ist ein bisschen anders, glaube ich. So, was mit dem Rest? Brauch wohl noch. Ah, perfekt. Aber jetzt habe ich aus Versehen alles mitgenommen. Dann habe ich jetzt eigentlich vollzählig für die Erweiterung des Flammenaltars. Alles da. Endlich. Stufe 6. Komm, die reiße ich nochmal ab. Lag hier nicht noch irgendwie was? Ne. So, weil hier soll das mit der Farmerde nicht bleiben, sagen wir mal so. Das soll ja... Also es soll irgendwo ein bisschen weiter außerhalb sozusagen so eine größere Farm sein. Aber... Das habe ich jetzt nur so gemacht, damit ich zumindest an das Yucca komme. So, hier Palmholz. Das Palmholz würde ich für mein eigenes Anwesen machen. Nutzen wollen. Das dann aber auf den Hügel hier kommen soll. Also, dass ich dann von da an ein bisschen bessere Aussicht habe, hübschere Aussicht. So, einmal alles repariert. So, dann müssten wir jetzt eigentlich in der Lage sein. Die südliche Karawane können wir irgendwie nicht abschließen, warum auch immer. Echt, hier, der Bereich ist immer noch rot. Aber dann müssten wir jetzt endlich hier hinkommen, auch wenn da, also ohne Problem. Also, hier ist noch ein Elixierbrunnen, den ich nicht gemacht habe. Den holen wir uns. So, Wegpunkt setzen. Einen Moment, ich muss mal eben ganz kurz mit der Maus hier raustappen. So. Und noch ein Eisenwagen. Perfekt. So, dann können wir endlich das neue, also in Anführungszeichen neue Gebiet, da sind wir ja schon vorher irgendwie reingestürmt. Unerlaubterweise, also gut, der hat uns nicht gesehen. Müssen wir hin. Ich glaube, ich habe ihn gerade dahinter gesehen. So, was haben wir hier?
Rot, Blau und weißen Stoff. Wenn man die Stoffe hier auch mal färben könnte. Was die 4000er Reihe angeht, sagen wir so, ich habe das Geld nicht zusammentreiben können. Da, das ist. Oh, auch die Level 30. Das war in Planung, aber das lag an mir, dass das jetzt nicht geschafft wurde. Er hat zwar Gehäuse und alles schon organisiert, die Grafikkarte noch nicht. Sagen wir mal so, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt, wo ich das machen wollte, finanziell ein bisschen verkalkuliert. Also kann sein, dass das noch ein Weilchen dauern wird, bis ich die habe. Ja, ein bisschen viel sogar. Naja, da gab es aber auch andere Probleme, sagen wir so. Da kam eine Nachzahlung, musste ich machen, was Strom angeht. So. Das war ja noch letztes Jahr, als ich noch für Vodafone gearbeitet hatte. So. Da mussten dann einige andere Sachen. Ich glaube, hier bin ich in die falsche Richtung gegangen. Ah, hier. Was haben wir da für eine Kiste? Bogen des Verräters. Ich hasse die. Hier sieht wieder an. Ich hasse diese Brutsichel. So, wo ist mein Grab? Okay, jetzt muss ich mich hier erstmal mit denen auseinandersetzen. Autsch. Alter. Wie hart sind die denn? Die sind auch ganz lieb. So, wo ist mein Grab? Da müsste doch. Da hinten. Abwarten. Oh nein. Die roten Dinger auch. Ist doof, dass man hier nicht bis Level 30 selber aufsteigen kann. Weg mit dem Ding. Ich will nur das Ding hier.
Und weg ist sie. Da, da ist sie. Okay, perfekt. Die ist in den Boden reingeglitscht. So, wo ist ihre Leiche? Weg. Was haben wir da? Das wäre jetzt das nächste, was ich machen wollen würde. Nein, weg, 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 weg. Da war eine Kiste. Eine Truhe. So, bitte weg. Sterben. Der auch. Und den Spawner wegmachen. Verdrehter Zauberstab. Oh nein. Ich freue mich schon, sobald man auf Stufe 30 kommt. Ist das der Weg? Ja, das war der. Wer hat mich im Visier? Keine Ahnung. Ich muss in die Richtung. Also, nein, weg. Freddy! Danke für den Raid, Freddy! ich bin im Level 30 Gebiet, aber ich meinte, so, weil man selber auf Level 30 aufsteigen kann. Das war das gemeint. Ich habe hier zwar Stufe 20, 25, so mit so einem kleinen gelben Balken, aber der wächst auch nicht mehr, sagen wir mal so. Und das war von mir gemeint. Vielleicht habe ich mich einfach falsch falsch ausgesprochen oder so. Und hier an die Raider. Freddy, Oldcoin, willkommen. So, was habt ihr gespielt? Wart ihr bei Stalker oder was habt ihr gemacht? Ach, da ist auch noch einer. Endlich bist du durch. Nice. So, jetzt muss ich hier aber einmal. Aua. Ich sterb jetzt gleich wieder. Level 30 Gebiet, na toll. Oh, noch so ein großer. Level 30 Gebiet, so ein großer. Ich komme da gar nicht hoch. Ich glaube, hier renne ich erstmal einfach nur weg von dem allen. So, Hel, danke schön, dass du den Shoutout gemacht hast. Ich hätte sonst, den Shoutout irgendwie selber. Hätte ich sonst selber geschaut, wie ich den Shoutout mache. So, wenn ich. So. Alles klar, Oldcoin, bis gleich. Ernsthaft?
Wie doof will man sich anstellen? Ach so, das lag wegen der Ausdauer. Okay. Und ich dachte schon, woran lag es, dass ich jetzt da abgestürzt war. Schon wieder, war schon wieder etwas Rage-lastig. Ich muss mir mal deine VODs zu Stalker ansehen. Ich kam da irgendwie nicht hinterher, sagen wir so, weil aktuell auch bei mir sehr viel zu tun. Als ich hier diese, 2 Wochen weg war, ich hänge da immer noch hinterher mit den Aufnahmen. So, jetzt, muss ich hier weg. Und dann bin ich auch noch so doof und fange noch mit Kingdom Come an. Oh nein. Ja, ich häng. Enderal und Oblivion habe ich immer noch nicht genug Folgen. Enderal habe ich jetzt, glaube ich, entweder für heute eine gehabt oder für morgen. Weiß ich jetzt nicht. So, ich hänge da hinterher. So, ich muss von dem da wegkommen. Hi Paschi, willkommen zurück. Also. Ne, also die letzte Folge, die ich von Enderal hatte, war für entweder für heute oder für morgen, die online kam. Also die veröffentlicht wurde. Niedrigwasser, da müssen wir nochmal hin. Du warst noch ein bisschen mit Motorrad unterwegs. So, da müssen wir noch hin. Die letzten Quests da machen. Und Oblivion habe ich vielleicht noch 4 Folgen, die quasi online kommen, aber für die ich noch keine Thumbnails gemacht habe. Deswegen, da muss ich auch mal jetzt ein bisschen hinterherkommen. So, endlich aus dem Jasma raus. Ich fühle mich jetzt gerade wie in Morrowind, da wurde ich auch von allen Viechern verfolgt, quer über die Map. Okay, die sind jetzt wieder weg. Genau, Thumbnails. So, ist schon dunkel? Müssen wir schlafen? Ne. Aber es wird gleich dunkel. Was du mir zuletzt geschickt hast, hast du mir gestern oder heute irgendwie eins geschickt? Oder die letzten Tage? Wenn ja, habe ich das noch nicht mitbekommen, glaube ich. Wenn das da davor, also wo du deine neuen Thumbnails gemacht hast, das mit den tollen Lichteffekten. Das von WoW, meinst du das, was du mir geschickt hattest? Das habe ich gesehen gehabt. Das sah nice aus auf jeden Fall. So, was haben wir hier eigentlich für eine Ruine? Wie nur 250 Videos am Tag. Hey, ich bin enttäuscht. Dass du nur so wenige Videos machst. Hab ich von dir echt nicht erwartet, wirklich. Für mich 500.
Fleischhacker. Freddy, ich habe für dich eine Waffe gefunden. Da bin ich gerade so ausgelastet. Aha, bei 500. Warte, wo habe ich die hingetan? Also, wo ist die? Hier, der Fleischhacker. Ist doch deine Waffe. Bogen des Verräters. Ist der besser als meiner? 36. Aber der ist voll aufgedingst. Der hier ist noch nicht voll aufgedingst. So, wo war der Dings nochmal, wo ich pennen konnte? Irgendwo war doch... Oder wir gehen hier pennen. Die haben doch bestimmt irgendwo ein Bett. Was ist denn das da für eine Kiste? Okay, die ging einfach diesmal. Was haben wir da? Ältesten Magierstab. Da können wir für Münzen missbrauchen. So, am besten jetzt ein Bügeleisen und ein Bett. Ich glaube, sowas haben die hier nicht. Weder noch. Aber doch, da... Ne, doch nicht. Doch, ein Bett haben die, aber kein Bügeleisen. Okay, da komme ich nicht so drüber. Ich hatte jetzt irgendwie erhofft, dass das hochgeht. So, die lasse ich mal in Ruhe. Warte mal. Ach, das ist es. Manators Schrein der Flamme. So, erstmal hier alles plündern. So wie es sich gehört. Auch nur 4 Funken. Und hier gibt es was zu lesen. Alles gerät in Vergessenheit. Ich erinnere mich immer gerne an meine unerfahrenen Jahre, in denen ich blauäugig weiterreiste als alle anderen. Die Tiefen weckten mit ihren Wundern mein Interesse. Ich griff nach ihnen auf der Suche nach Wissen und hüllte mich in die Wärme der Flamme. Ich war jung und hatte keine Angst vor Fehlern. Im Abgrund fühlte ich die Unendlichkeit. Jetzt fühle ich sie nicht mehr. Der Sand in meiner Sanduhr rinnt ab. Wenn ich höre, wie die Flamme den Namen des Ältesten, meinen Namen, ruft, werde ich von Reue erfüllt. Der Kern unseres Planeten hat sich verändert. Der Welleneffekt meiner Entdeckungen riss die Täler und unsere Jüngsten entzwei. Das Versagen hätte mir Angst einjagen sollen, nicht die Veränderung. Der Abgrund ist alles, was noch übrig ist, und er ist ein Synonym für das Vergessen. Ich habe meinen Namen in den Stein gemeißelt, mein Versagen auf die Obelisken geschrieben, damit es mich überdauert. Aus Angst, in Vergessenheit zu geraten, habe ich auf den letzten sogar meinen Namen geschrieben. Wie überaus menschlich von mir. Dieses Gefühl der Endgültigkeit ist seltsam. Es ist leer und kalt. Manator.
Und wie hat es euch gefallen, wie ich gelesen habe? Was haben wir hier? Grünen Stoff. Fünf Minus. Danke. Danke, Hel. Ohne Brille wäre es besser gewesen. Das ist keine 5, das ist ein S. Ah, ja, okay, danke. Danke für die Korrektur, Freddy. Ist es wenigstens keine 6, ja? Immer das Positive sehen, es ist wenigstens keine 6. Ach, seid ihr so nett heute. So, was ist das hier eigentlich für eine Mine? Schwefelmine. Was haben wir da drin? Eisenerz. Ich feiere das, dass bei manchen Sachen, so wie Treppen oder diese Gitter, wo man hochklettern kann, dass man da so einen Dreifachsprung machen kann. Wie heißt das dann? So ein, das hier ist ja ein Doppelsprung. Und bei so Leitern und sowas, also den hier, kann man dann so einen Dreifachsprung machen. Feier das irgendwie. Okay, was haben wir da unten? Nehmen wir mit. Einer hat uns bemerkt. Nein. Die Nette wieder. Stimmt, Freddy, ab sofort für dich jedes Mal, wenn du einen Stream anfängst, eine Stunde irgendwas vorlesen. Selbst wenn es die Rückseite von deiner Shampooflasche ist. Eine Stunde vorlesen. So, die größte Beute, das will ich jetzt auch nochmal schaffen. Und dann hätten wir nur noch das mit den Flammen, mit den Hallen der Erloschenen. Was haben wir hier? Ah ja, und halt die ganzen fehlenden Seiten finden, die ich irgendwie übersehen habe. Das müssen wir auch noch machen. Klingenposten. Okay, was gibt's denn hier? Quest abgeschlossen, die größte Beute. Wie abgeschlossen? Ich hab. Big Mama ist da. Kann ich mich hier verstecken? Verdammt. Nein. Wo ist der Bombenbernd?
Wieso visiert er den da oben an? Bomben wären das hier. Ja, Bombenbären, der Name ist mir gerade so eingefallen, so spontan. Out. Ne, mit dem kann ich nicht durchschießen. So, haben wir. Ach, da ist Big Mama. Die ist gezielt hinter uns her. Ach, 6 haben wir schon, okay. Aber wo soll hier jetzt der größte Schatz sein, von dem die hier gesprochen haben? Das ist es nicht. Autsch. Den habe ich noch keinen Namen. Jede Wette, den größten Schatz hier, den hat Big Mama irgendwo in der Hosentasche oder so. Die ganzen Dinger zerlege ich jetzt mal, dann haben wir wieder Platz. Den nicht, aber das hier. Zumindest viermal haben wir noch mal Platz. Fünfmal. Da. Klingt hier go? Ich bin mir nicht sicher, also ich muss ehrlich sagen, ich bin aber auch mit Bombenbären auch nicht sicher. Schwerter Sebastian. Ah, da haben wir ein Bügeleisen. Peter. Oh, Mist. Hier sind einfach mal zwei Big Mamas. Die Waffen, Herbert. Ist, wenn man jemanden im Visier hat, kann man durch alles durchschießen. Das sieht so bescheuert aus gerade. Erstmal übergeben. Big Mama kotzt.
So, die mit dem grünen Klingen, die heißen auf jeden Fall Säurehackebeil. Das ist auch der offizielle Name von den Entwicklern dafür. Schickt das Greenpeace SEK. Wegen denen jetzt? Ja, jetzt können wir das ausnutzen, so. Jo, schnell weg. So. Maketen Moritz. Genau, da hoch wollte ich. Wo soll jetzt der größte Schatz hier sein? Jetzt kommt, ich finde hier einen Zettel und da heißt es, die eine Big Mama hier, die wir erledigt haben, sie war der Schatz. Oder auch nicht. Wow. Augen aufmachen. Die Guillotine, Rucksack voll. So, was haben wir, was wir nicht brauchen? Hier. Knochen haben wir mehr als genug. So, weiß denn eigentlich einer, was... oder beziehungsweise nicht was, sondern wann das nächste Update kommen soll. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, ob da irgendwie neue Daten, also neues raus ist. Ob da was kommt. Oder wann, ob schon feststeht, wann das nächste Gebiet quasi kommen soll. Auf jeden Fall dieses Jahr, aber ob das schon genaueres ist, meine ich. So, jetzt will ich vielleicht einmal nach Hause gehen. Kann sein, dass jetzt eben kurz wieder ruckelt. So, Halle der Erloschenen, da machen wir nächste Mal. Aber jetzt erstmal die Sachen wieder einlagern. Du lässt dich überraschen. Ah, hey, was ich dich eigentlich fragen wollte, du hast ja auch schon die Story mittlerweile durch. So, boah, mein Stuhl ist runtergerutscht. Ich hasse den. Der ist einfach hinüber. So, aber du bist ja mit Enshrouded quasi erst einmal durch, kann man sagen. Machst du jetzt quasi davon erstmal Pause und machst dann mit Manalos dann einfach erstmal weiter? Oder wie sieht das dann bei dir jetzt aus? Oder hast du noch gar keinen Plan? Das wunderschöne Einsortieren hier. Herrlich. Ah, okay, du baust aktuell dann eher nur, aber jetzt zuerst Manalords. Okay. Aber ist noch nicht für dich beendet quasi das Let's Play, kann man sagen. Und das Live-Let's Play.
Helikopter zerlege ich. Ich brauche den nicht. Das ist eine Zweihandwaffe. Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal nur noch bauen. Also jetzt kommt's. In 3 Wochen ist dann das große Update hier. Der komplette Norden. Alles freigeschaltet. Aus dem Early Access raus und so weiter. Das wär's jetzt. Kingdom Come 2 kommt dann auch noch raus, genau, in 3 Wochen. War das aber nicht Ende des Jahres oder Kingdom Come 2? Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz. So. Die Büchertruhe wird auch immer voller. Und Manor Lords 2 kommt dann auch noch, genau. Und Manor Lords 3 wird sogar noch eine Woche später angekündigt, dass es eine Entwicklung ist. Alles kommt gleichzeitig. Alles genau an dem Tag in 3 Wochen. Ich glaube, dann würden wir alle durchdrehen. Wir wüssten, also ich wüsste gar nicht mehr, was ich dann machen sollte. Ich glaube, wenn alles auf einmal gleichzeitig kommen würde und ich alles spielen müsste. Ach, Silent Hill 2 Remake auch noch. Oh Gott, da kommt alles. Wenn wirklich alles in 3 Wochen da gleichzeitig kommt, ich glaube, ich würde dann aufhören. Ich würde mit meiner Existenz einfach aufhören. Das wäre zu viel. Es ist einfach zu viel, was Spiel angeht. Habe ich Pflanzen? Für hier? Nein. Eine geheime Prio-Liste hast du? Verrätst du sie mir? Hier, Fleisch habe ich. So, und Eier. Wir haben Eier. Ich habe keine Magie, okay. Hier habe ich auch noch nichts. Ich sammle gefühlt auch jeden Scheiß ein. Außer Knochen, die sind durch. Holz habe ich nicht mehr. So, habe ich hier. Ne, ich habe hier was. Oldcoin, wieso tust du dir das an? Das ist zu viel, oder nicht? Ich habe doch einen Zaubertrank gehabt. Max guckt Trailer in 3 Wochen und wird einfach langsam transparent und verschwindet. Ein letzter leidvoller Schrei hallt durch die Räume seiner Residenz und er wird nie wieder gesehen. Sie nennen das Haus nun das Tor zur puren Videospielüberlastung. So oder so ähnlich auf jeden Fall.
Ich hätte irgendwie eigentlich gerne von diesen Tüchern mehrere Farben, sagen wir mal so. Dass man damit irgendwie was Sinnvolleres machen kann. Auch so Banner oder sowas. Also so eigene Banner meine ich jetzt. Also Banner kann man zwar machen, aber so richtig eigene hätte ich gerne. So, was habe ich noch im Winter? Fleisch, Eisen und Trüböl. So, einmal repariert. So, Eisen packe ich dann vielleicht erstmal wieder hier mit rein. Und Trüböl würde ich vielleicht bei denen hier mit reinpacken. Mal gucken, wie gut eigentlich der Bogen ist, den ich jetzt da neu bekommen habe. Wenn ich den jetzt aufbessere. So, kann der verbessern? Die machen nur zwei verschiedene Schadensarten. Fällt mir jetzt gerade auf. Aber genau gleich viel Kraft. Aber der gefällt mir besser. Der sieht besser aus. Finde ich. The night is calling. Wir gehen hier auf Aussehen. Ich würde gerne mal. Ja, okay. Schade. Oder warte. So kann man den noch ansehen. Das sieht wirklich cool aus. So, Inventar wieder leer. Perfekt. So, was fehlt denn noch? Aufgaben. Wir haben jetzt nur noch. Was hat er? Blitzstrom kann er jetzt machen. Uns fehlt da einfach viel zu viel. Wir müssen da echt mal hinterherkommen. Also ich zumindest muss hinterherkommen, was den Bau und so weiter angeht. Aber Flamme ist, glaube ich, jetzt erstmal Maximum. Oder? Ich guck mal. Vielleicht geht das doch noch weiter. Nee. Ist jetzt erstmal Maximum. So, und dann haben wir jetzt nur noch alles, also nur noch Quests, was mit. Ne, das hier, die Säulen der Schöpfung. Forscher haben Relikte der Wucke in einem Refugium der Flamme in den Nomadenanhöhen zurückgelassen. Durchsuche das Gebiet und birg die Relikte der Wucke. Karte anzeigen. Okay, warte mal. In einem Refugium der Flamme in den Nomadenanhöhen.
Also nicht unten, also da oben, wo die, wo der Flammenaltar ist. Habe ich es richtig verstanden? Nicht da, wo dieser eine Gladiator unten rumlungert. An denen gehe ich mal nicht vorbei. Ich versuche mal hier rum. Außen rum. Gibt es ja auch einen Weg. So. So geht's auch. Dann war dieser Flammenstab davon, ich glaube, das war von Jesmina oder so. Nicht das Questobjekt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass es in dem Dings da oben sein soll. Flammenaltar. So, inneres Sanktum. So, natürlich muss es jetzt dunkel werden. Warum eigentlich nur 960? Ich sag mal so, ich nehme das ja eh parallel noch auf. Und ich hatte damals irgendwie die Einstellung gehabt, so dass vor allem, ah, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also das sind alte Einstellungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, das aufzubessern, also aufzubessern, also höher zu stellen für Twitch. Vor allem, weil ich auch noch kein Partner bin, weil ich da einfach auch nicht die Encoder von Twitch bekomme oder andere nötige Ressourcen dafür. Würde ich mal so versuchen zu erklären, auf jeden Fall. Aber für YouTube nehme ich das in 4K auf. Also vor allem, ich habe auch für YouTube da bei den Aufnahmen das endlich hingekriegt, mal hinterherzukommen und die Pixelauflösung. Twitch hat keinen guten Code? Hey, woher soll ich denn das wissen? Ich glaube, hier bin ich falsch. Woher soll ich wissen, was Twitch für einen Coder hat? Also, ich befasse mich schon doch, was den Coder angeht, eher mit YouTube. Und selbst da auch viel zu wenig in letzter Zeit. So. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr darin, oder? Neuer Ort kartiert. Die Wuka Arena. Hä? Da war ich doch schon. Ich habe ein Let's Play von. Eine ganze Folge. Ah, stimmt, jetzt weiß ich das, das da oben. Da war ich ja auch mit dem Zweitcharakter. Nur um sicher zu gehen. Da hat die das auch bei dir im Stream erzählt, Hale. Dass sie da auch am Suchen war, wegen dem hier, wegen der Quest. Jetzt weiß ich das wieder.
Jetzt brauche ich aber nur noch wieder einen Weg nach oben. Das ist falsche Richtung erstmal. Mit dem Gladiator will ich doch nichts zu tun haben. Also, ich will eigentlich die Quest da abgeschlossen haben. Alles klar, Oldcoin. Komme ich da jetzt nochmal wieder hoch? Oder habe ich jetzt Mist gebaut? Beim Fliegen. Party. Danke für den Raid. Einen Moment, ich muss auch noch ein Shoutout geben. Einen Moment, machen wir mal so. So, ach, Strese, du bist auch dabei. Alles klar bei euch? So, einen Moment, Artiparty. So. Wie geht's euch? Wie... Strese, du bist wahrscheinlich verantwortlich, ne? Wie geht's euch? Was habt ihr denn so gespielt? So, warte mal, dann kann ich dann auch mal eben... Arti, ich lass dir auch mal ein Follow da. Horrorrätsel spielen? Okay, was genau für ein Horror-Rätsel-Spiel? Ich glaube, der Hel würde das auf jeden Fall auch gefallen. Sie liebt Horror und Rätsel. So, was man die letzten Monate mal bei ihr sehen konnte. Ah, okay. Was hat denn der Strese so alles über mich erzählt? So, ich bin jetzt gerade... Ich bin gerade irgendwie... Will dahin, eigentlich. So. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. So. Ah, sympathisch der junge Mann, der... Ah, okay. Horror Project Nightmares Case 36. Muss ich mal mir ansehen, auf jeden Fall. Kenne ich gar nicht, habe ich noch nicht gehört. Tatsächlich. So, ich suche halt jetzt nur den Weg, weil das jetzt die letzte Quest ist, was nicht mit den Hallen der Erloschenen ist. Den Weg da wieder zurück, damit ich die Dings hier auch mal abschließen kann. Und ich bin ein bisschen verpeilt jetzt gerade, wie ich da wieder hinkomme. Ja, ich weiß nicht, also ich kann, wenn ihr wollt, auch ein bisschen über mich so erzählen, was ich bin, was ich mache, also wo. Ich bin ein seelenloser Rotschopf, wie man sieht. So, ab kommende Woche 28 schon. Ja, mach halt YouTube, mache also YouTube Let's Plays, Twitch. Bin mit einigen Streamern in den letzten Monaten sehr gut in Kontakt gekommen, auch darunter mit dem Strese. So, ich weiß nicht, ob Strese dir auch schon erzählt hat. Am 4. Mai habe ich Geburtstag. Da werde ich 28. Am internationalen Star Wars Tag. So. Und ja, ich habe vor, da live zu sein. Ich weiß nur halt noch nicht, mit welchem Game oder was ich genau mache. 4. Mai, ich hatte das als Samstag bei mir. Genau, Samstag. Müsste Samstag sein. So. Genau, May the Fourth be with you.
So, aber Arti, ich weiß nicht, ob Strese dir davon erzählt hat. Ich mache auch ein richtig geiles Projekt, so ein Serienprojekt. Ich kann jetzt nicht fliegen, verdammt, also nicht aufheben. Serienprojekt zu The Elder Scrolls. Da sind viele, die auch hier im Chat dabei sind. Auch mit Teil davon. Und ich verlaufe mich. Ich glaube, ich suche mir eben da irgendwo ein Depot. Und Strese ist auch tatsächlich Teil davon. Und ich weiß nicht, ob er dir davon erzählt hatte. Ja, Freddy, du bist Teil davon. So, hallo Oldcoin. Willkommen zurück. Wer hat das gesagt, dass du nichts sagen durftest? Hatte ich das gesagt? Ich hatte gesagt gehabt, wer die Überraschung ist, da darfst du nichts sagen. Wer der Überraschung, also wer den Kaiser Uriel Septim spricht, den darfst du nicht verraten. Alles andere war von meiner Seite in Ordnung. Vielleicht habe ich das ein bisschen falsch kommuniziert. Ja, Strese hat mir das irgendwie geschafft gehabt, so, weil ich einfach übermüdet war und mit den Gehirnzellen, keine Ahnung wo, war, rauszukitzeln, wer die Überraschung ist, aber. Das soll noch ein Geheimnis bleiben. Hehl? Nee, das bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass du es weißt. Ich habe es rausgefunden, weil ich eigentlich ein 17-jähriger Schülerdetektiv im Körper eines 35-Jährigen bin. Ach, 35 bist du? Ich habe dich jünger eingeschätzt, Strese. So, und wo laufe ich hier eigentlich hin? Ich suche irgendwie einen Weg, da wieder hochzukommen. Wirklich, ich hatte gedacht gehabt, du wärst ungefähr in meinem Alter, so vielleicht sogar ein, zwei Jahre älter als ich, so 29, 30, so um den Dreh. Stimmt, da wollte ich jetzt erzählen. Ich weiß nicht, Arti, kennst Elder Scrolls Arena von 1994? Guck mal, was von gehört. Ich sag mal so, ich bin ja ein großer Elder Scrolls Fan, schon seit vielen Jahren. Seit dieses Jahr auch Gothic Fan geworden. Aber Elder Scrolls schon seit sehr vielen Jahren. Hatte quasi, kann man sagen, mit Skyrim angefangen, so, obwohl vorher hatte ich ja Morrowind besessen gehabt, so, aber nie wirklich gespielt. Sagt mal so. Aber mit Skyrim hat das angefangen gehabt. Ich muss hier jetzt nochmal rein. Und dann, als ich mit YouTube angefangen hatte, kam irgendwann meine beste Freundin auf die Idee, so, ich soll mal mit Elder Scrolls als Let's Play anfangen. Und hab dann ja, mit Arena angefangen, weil ich auch wissen wollte, wie alles da angefangen hatte. So, weil ich es wissen wollte. Und Arena war halt so ein Spiel, da konntest du durch ganz Tamriel reisen. Zwar halt so ähnlich wie in Starfield, dass du per Schnellreise von einer Stadt zur anderen gehst, aber halt konntest du ganz Tamriel besichtigen, jede einzelne Stadt. Und da ging es halt um einen Kampfmagier, der kaiserliche Kampfmagier, der Uriel Septim quasi diente. Aber ihn dann verraten hatte und somit die ganzen Ereignisse aus den anderen Elder Scrolls Teilen hier zu verantworten hatte.
also der Schuld daran war, dass dann die Verwerfung im Westen aus Elder Scrolls Daggerfall passiert ist, das mit Dagoth Uhr und dem Tribunal und so weiter in Morrowind, das da mit dem Nerevarine und so weiter, das mit der Invasion aus Oblivion in Cyrodiil und so weiter, in ganz Handiel stattfand und so weiter, dass das alles an Jaggar Farns quasi verschuldet ist. Und das erfährt man quasi indirekt in Arena. Und ich habe vor, weil das Spiel eigentlich mittlerweile für die heutige Gesellschaft unspielbar geworden ist. Also viele einfach. Also die Steuerung wird nicht erklärt, man muss dann wirklich googeln so und alles nur auf Englisch und so weiter. Man musste sein Gehirnzentrum richtig anstrengen so. Habe ich einerseits gefeiert, so dass man mal nachdenken muss und so, aber es ist einfach für die heutige Gesellschaft nicht mehr spielbar. Klar, man kann spielen, aber wer will das, sagen wir mal so. Und ich wollte das einfach mal auf die heutigen Standards als Serie wieder zum Leben erwecken. Und es hatte eigentlich eher als Lore-Video anfangen wollen. Also ich wollte ein Lore-Video erstmal draus machen, das zu erklären. Aber da gibt es ja genug andere YouTuber, die Lore erklären, so wie Artco oder hier, wie heißt der andere da nochmal? Den ich auch mal immer schaue, Amemos. Und dann wollte ich irgendwie einen Film draus machen. So. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, die Story ist einfach viel zu kompakt und das, was ich da die ganze Zeit mache, so, weil ich bin schon dabei, das alles zu modellieren und so, zu schreiben, die Skripte und so, habe schon um die, ich sag mal, ich weiß jetzt die exakte Zahl nicht, aber ich bin schon bei über 100 Charakteren, die ich schon 3D modelliert habe. Und baue ganz Tamriel nochmal für die Serie nach. Ich glaube, hier bin ich falsch, oder? Und ich suche halt immer noch Leute, gerade auch Creator, ob mittlerweile jetzt klein oder groß, ist mir schon mittlerweile ein bisschen egal geworden. So, aber Leute, auf die ich mich verlassen kann, die Bock drauf haben, die diese Serie auch so lieben. So. Und ja, da steckt richtig viel Arbeit drin. Und das Modellieren bin ich aktuell eher größtenteils alleine. Aber Synchronsprecher suche ich auf jeden Fall, die Bock haben. Das wird zwar noch ein Weilchen Zeit in Anspruch nehmen, natürlich. So, vor allem der Strese hat auch eine der geilsten Rollen bekommen, meiner Meinung nach. So, er spricht für mich hier Mike den Lügner. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So, hier muss das eigentlich irgendwo sein. Was suche ich denn hier? Also, wo suche ich das? Wo war denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Nee, kennst du nicht? Ist, sagen wir mal, ein sehr sympathischer Katzenmensch, kann man sagen. So, Elder Scrolls-Fans würden mich für diese Behauptung wahrscheinlich, glaube ich, auch noch steinigen wollen. Katzenmensch, das ist ein Khajiit. Was für Katzenmensch? Ja, hoppala. Ich schaffe es ihn gerade nicht, da hochzukommen. Was ist das hier? Das ist super. Manchmal fühle ich mich echt doof. Quest abgeschlossen, die Säule der Schöpfung. Ja, ist aber auch schon spät. Dass ich so doof war, das nicht zu finden. Aber dann haben wir jetzt nur noch
diese, Entschuldigung, die Hallen der Erloschenen. Bis zum nächsten Update. Und halt dann noch die ganzen Geschichten, die ganzen Blätter hier. Die müssen wir auch alle wiederfinden. Da fehlen mir viel zu viele. Arti! Danke für den Follow. Das hätte nicht sein müssen, wirklich. Um am Projekt teilzunehmen, muss man auch, muss man mir nicht folgen oder sowas. So. Es reicht schon, wenn man mit Leidenschaft schon für Elder Scrolls dabei ist. So. Und da muss man mir nicht folgen. Alles klar, Neil. Stress. Warum? Das müsst ihr nicht. Aber Heil dir dann auf jeden Fall gute Nacht. Schlaf schön. Ich würde auch nicht mehr lange machen. Sagen wir mal so. Vielleicht bis 1:30. Ich muss eigentlich morgen früh raus. Und ich mache schon länger, als ich wollte. Du bist ausgerutscht. So. Aber Strese auch wegen vorhin das mit den Dings. Solange du nicht die Überraschung verrätst, darfst du gerne davon erzählen. So auch, Strese, du bist ja bei mir auf dem Discord. Da habe ich, glaube ich, das alte Skript noch drinne veröffentlicht. So, ich weiß nicht. Ne, ich habe dir noch nicht die Creator-Rolle gegeben auf dem Discord. Muss ich machen. Ich weiß nicht, dann müsstest du das, glaube ich, auch sehen. Oder kannst du schon so das sehen? Aber das, was da bisher drinne ist, kannst du im Grunde, das ist alles, was öffentlich ist, da kann man jeden zeigen, so. Du bist auch auf so vielen TCs. Ja, ich kenne das. Ich kenne das, ich kann es nachvollziehen. Ich bin auch schon mittlerweile bei so vielen Discord-Servern. So, die kann ich jetzt auch endlich mal abbauen. Langsam verliert man auch die Übersicht. Ah, du bist drauf. Okay. Ja, dann kannst du im Grunde alles da, was da quasi unter Projekt. Warte, jetzt muss ich selber einmal schauen. Wie habe ich das auf Discord genannt? Sorry, dass ich das jetzt einmal so mache. Auf dem Discord habe ich das. Müsste irgendwo weiter unten sein. Genau, unter Kategorie Projekt Lorco und dann die Projektzusammenfassung, Sprechrollen, Mitwirkende, Projekt-Updates und Projekt-Call. Da kannst du, also im Projekt Call, da wirst du wahrscheinlich eher weniger finden. Aber im Grunde alles, was da steht, ist quasi öffentlich und das kann und darf jeder von erzählen, zeigen und so weiter. Also da ist jetzt nichts, was irgendwie streng geheim sein soll. Ne, Magie habe ich jetzt nicht, ne? So, und jetzt tut mir leid, dass ihr das jetzt auch noch mit ansehen dürft, wie ich hier alles anfange zu sortieren. Obwohl, warte mal, ich habe hier nur Mana-Tränke. Dann dieses andere komische Ding, wo haben wir das? Hier. Die Jucke haben wir auch nochmal. Ich glaube, ich werde mich irgendwann in meinem eigenen Lagerhalle hier verlaufen. So, dann haben wir hier Kalkstein. Knochen brauchen wir gar nicht. Wir haben davon zu viele.
Ah ja, was Updates angeht, so was das Projekt angeht, ich muss da auch mal wieder ein bisschen hinterherkommen. Ich war ja 2 Wochen auch nicht da. Wegen halt Therapie hatte ich dir aber auch, glaube ich, Strese, bei dir im Stream mal erzählt, ne? War das hier die Erde? Nein, das ist Schutt, ne? Schutt gehört hier unten. Da muss ich auch erstmal hinterherkommen, aber ich komme. Ist aktuell ein bisschen schwierig mit hinterherkommen, mit Aufnahmen und so. Und dann noch hier Streaming und so. Und ich bin auch am Überlegen, demnächst vielleicht so, sobald ich den ganzen NPC sagen schon, den ganzen Charakteren Klamotten machen konnte, dass ich dann einen Coworking-Stream davon mache, weil die sind schon alle sehr detailliert, sagen jetzt mal, gestaltet. Und sobald die Klamotten haben, würde ich dann mit Coworking-Streams anfangen, also dass ich dann die Arbeit daran streame, bisschen Musik abspielen lasse oder sowas. So, jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt eigentlich im Grunde gar keine Quests. Also nur das mit den Dings. Ich könnte eigentlich mit dem Bauen, also hier Schmiede weitermachen. Würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das doch machen könnte. Ich würde statt Holz doch Stein nehmen für die Schmiede. Was ist das denn eigentlich für ein Stein? Schicker Steinblock. Guck mal, wie der aussieht. So. Ja, aber ich muss halt ein bisschen jetzt erstmal wieder hinterherkommen. Und sobald ich das wieder eingefangen habe, sagen wir mal so, würde das dann auch direkt mit dem Projekt weitergehen und dann halt als Coworking-Stream. Da kann man da zusehen, da kann man Feedback geben. Ah, das ist das. Das würde nicht. Das würde für die Schmiede eher wenig gut aussehen, finde ich. Wenn, dann würde ich ja so ähnlich machen wie hier. Die Bausteine waren hier. Was war das hier nochmal? Burgmauersteinblock. Guck ich mal nochmal an, wie das aussah. Ich brauche dringend magische Dings. Alles magische Kuh müssen das werden. Ich würde für den Schmied was Helleres machen. Was für einen Stein hatten wir dafür? Nee, nicht den verwitterten, der ist so dunkel. Grobbehauener Steinblock, sollen wir den? Probier den mal aus. Gleich. Oder hatten wir. Ne, ich glaube, den hatten wir. Oder warte, wir haben eh mehr als genug von denen. Wir haben 3 Kisten von denen. So, mein Guter, ich werde mich nun aber ins Bettchen begeben. Werker geht um 5. Wünsche noch viel Spaß und später ein gut. Danke, Arti, auf jeden Fall für den Raid.
Ich schaue auf jeden Fall bei dir demnächst auch noch mal vorbei und danke nochmal. Dir eine angenehme Nacht, schlaf gut und dann sehen wir uns definitiv mal wieder, lesen wir uns, sagen wir so. Ich glaube, ich lasse die doch lieber hier. Ach, das ist das falsche Dings. Wollt ihr die Verwitterten? Jetzt bin ich doof. Hochgehauener Steinblock. Ach, hier waren die. Okay. Ich war jetzt gerade total verwirrt, wo ich die Dinger hingetan hatte. Es wird aber wieder dunkel. Führt aber vielleicht wirklich damit, den Schmied machen. Erstmal die Wände nur hochziehen. Obwohl, da könnten wir auch schon. Na, das war falsch. Okay. So. Aber Strese, falls du noch da bist, falls du auch nochmal irgendwie Infos oder sowas dazu haben willst oder brauchst, zum Projekt, du kannst mich gerne jederzeit einfach nochmal anschreiben oder so. Ich bin auch manchmal so verpeilt, dass ich Sachen vergesse. Daher kein Problem, wenn du mir dann einfach mal schreibst, ey Max, wolltest du mir nicht irgendwie das oder das noch zuschicken, schreiben oder was auch immer? Ist jetzt zu dunkel, um was zu sehen. So. WoW Classic hat gestorben. Wegen der Quest. Ich weiß nicht, ob der Freddy dabei ist, gerade noch da ist. Aber der spielt auch momentan WoW. Ist auch selber Streamer und so. Falls du noch irgendwie Kumpanen brauchst. Boah, mein Stuhl ist runtergerutscht. Sorry. Falls du noch Kumpanen brauchst oder so weiter, ich kann euch gerne auch miteinander connecten. Ich weiß jetzt nicht, ich bin selber kein WoW-Spieler. Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber falls er noch da ist, kann ich den mal, oder ich kann euch gerne mal connecten, sage ich jetzt mal so. Den Kontakt knüpfen. Ah, da ist er sogar, der Freddy. Der Freddy ist selber auch Streamer, YouTuber und so. Daher könnte man vielleicht irgendwie schauen, dass man da irgendwie, wenn ihr wollt, also wenn ihr beide Bock drauf habt, dass man vielleicht irgendwie mal, dass ihr was zusammen oder so mal macht. Auch klasse Typ auf jeden Fall, der Freddy. Sehr sympathisch. Hat sogar eine ähnliche Stimme wie Gronkh, sogar, der Freddy. So, aber wie Gronkh wie von vor 10 Jahren, sagen wir so eher. Der junge Gronkh.
So, genau. Was wollte ich jetzt noch machen? Da wollte ich noch eine. Ey, Freddy, wenn bei dir das in YouTube-Kommentaren steht, dann muss man das auch hier weitererzählen, ja? Ja, boah, echt heftig, wie Freddy jetzt auf einmal abgehoben wurde. Unglaublich. Alle sagen das. Ja, unglaublich, ey. Der Erfolg tat ihm nicht gut. Holz hier vielleicht nehmen wollen. Ja, da ist wieder so ein Pilzding. Ich finde die voll süß. Die sind richtig süß, finde ich. So, jetzt will ich aber erstmal vielleicht mit einer Treppe anfangen, irgendwie. So eine Steintreppe. Ich glaube, hier würde wirklich so eine Steintreppe Sinn machen. Und dann ab hier ein Holzboden. Ah, komm. Oh, ich habe durchgebaut. Ja, geht auch. Man kann auch durchbauen. Dieser Kommentar hat dich im Positiven fertig gemacht. Da glaube ich Freddy. Oh, Entschuldigung, ich meinte Gronkh. Gronkh Dogmatic. Hier dann müsste, glaube ich, so reichen. Ja. So, jetzt muss ich hier das bisschen wieder wegmachen. Ja, Oldcoin, auch großer, Gothic-Liebhaber und irgendwie er ist schon mittlerweile hier bekannter als die meisten Streamer in diesem Kreis hier. Also zumindest bei uns. Bei Umut ist er bekannt, so also bei Umut kennt jeder Oldcoin, bei Rom, bei Freddy, bei El, jeder kennt Oldcoin. Glaube ich, mach doch lieber so. Kleine, doch lieber eine Holztreppe, oder? Oder was meint ihr, Holz oder doch Stein als Treppe?
Okay, also Schwese, Holz kann brennen. Gutes Argument, also bauen wir die ganze Schmiede aus Holz. Da freut sich der Schmied. Ich habe seinen Namen vergessen. Naja, es soll ja nur die Treppe aus Holz sein. Und die Schmiede soll ja auf diesem Platz hier draußen sein. Und hier drinne fehlen Fenster. Aber kommen noch. Hier könnte dann quasi sein Markt sein, in Anführungszeichen. Und hier oben halt sein Wohnbereich, wo er dann quasi seine Wanne hat, sein Bett, sein 70 Zoll LCD-Fernseher. So, Torben, verstehst du denn, was vom Tisch dann hält? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Ah ja, das hatten wir vor ein paar Tagen. Ich erinnere mich, am Donnerstag. So, da war das zweite Mal für mich, Gothic 2 zu spielen. Also den zweiten Run. Ich habe da so viele Dialoge irgendwie zwar vergessen gehabt, aber dadurch irgendwie kamen die noch geiler für mich wieder zurück. Nochmal rüber. So, aber ich merke schon auch langsam, dass bei mir die Müdigkeit schon reinkickt. Habt ihr einen Wunsch, wen wir supporten können? So, wo wir rüber raiden wollen. Für YouTube sage ich auch schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.